Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitglieder der CSU, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des CSU-Ortsverbandes begrüße ich Sie zu unserem Videoclip. Besonders begrüße ich die zweite Bürgermeisterin, Frau Angelika Flock, unsere Fraktionsvorsitzende, Frau Marion Nunn-Schmieder, die Landrätin, Frau Andrea Lochner-Weiß, unsere Bezirksrätin, Frau Alexandra Bertel, den Landtagsabgeordneten, Herrn Harald Kühn und unseren Kreisvorsitzenden und Vorsitzenden der CSU im Bundestag, Herrn Alexander Dobrindt. Leider können wir dieses Jahr unsere guten Wünsche zum neuen Jahr nicht in dem gewohnten Rahmen überbringen. Wir freuen uns aber, wenn wir Ihnen mit unserem Videoclip eine kleine Freude bereiten können. Das Jahr 2020 fing eigentlich gut an. Wir führten einen engagierten Kommunalwahlkampf mit viel Freude und hohem Einsatz. Unsere Bürgermeisterkandidatin begeisterte ihr Team von Anfang an. Da immer mehr Gruppierungen und Parteien in den Stadtrat eingezogen sind, können wir mit 7 Stadträten und der zweiten Bürgermeisterin sagen, dass wir einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt haben. Leider beendete der erste Lockdown Mitte März alle sozialen, wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten. Nach dem Sommer ereilte uns der zweite Lockdown, der nun schon seit 3 Monaten andauert. Vereinsamung vieler Menschen, leere Innenstädte, geschlossene Geschäfte und Restaurants sind die Folge. Menschliche und wirtschaftliche Härten sehr schwer zu ertragen. Wir haben uns mit Aktionen im Internet und virtuellen Konferenzen um die Nöte und Wünsche unserer Bürger gekümmert. Einige tropfen auf einen heißen Stein. Als Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes wünsche ich Ihnen Gesundheit und Durchhaltevermögen. Die Impfung kommt. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserem Videoclip und ergreife den Ball und werfe ihn dem nächsten Referenten zu. Dankeschön. Liebe Weinheim, 2020 war für niemanden ein einfaches Jahr. Für manche war es ein extrem hartes. Ich nehme aber aus dem vergangenen Jahr mit, dass es große Solidarität und sehr viel Zusammenhalt gegeben hat. Das stimmt mich zuversichtlich für dieses neue Jahr. Als Bezirksrätin freue ich mich, dass es mit dem inklusiven Spielplatz in Weilheim vorangeht, und ich bin auch guter Dinge, dass wir vorankommen mit dem Pflegestützpunkt für diesen Landkreis. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Optimismus, Durchhaltevermögen und natürlich gute Gesundheit. Liebe Weilheimerinnen, liebe Weilheimer, was wäre die Stadt ohne die vielen Vereine? Ohne das pulsierende Vereinsleben. Genau, ruhig, still, wie zur Zeit vielleicht. Deshalb sagen wir an der Stelle von der Weilheimer CSU herzlichen Dank an alle, die da draußen unterwegs sind und aktiv für die Vereine. Herzlichen Dank und danke fürs Durchhalten. Und jetzt wird es Zeit, dass bald wieder was passiert. Liebe Weilheimerinnen und Weilheimer, liebe Freunde der CSU, als allererstes wünsche ich Ihnen ein gutes, glückliches und zufriedenes neues Jahr 2021 unter nicht ganz einfachen Bedingungen. Aber das Jahr 2021 soll ja das Jahr sein, wo wir Corona hinter uns lassen. Aber bevor ich den Ausblick auf die Zukunft gebe, möchte ich ein Dankeschön sagen an alle diejenigen, die sich im letzten Jahr unglaublich engagiert in der Stadt Weilheim gezeigt haben, eingesetzt haben, dafür gesorgt haben, dass wir zum einen erfolgreich eine Kommunalwahl abschließen und zum anderen hinter diesen Bedingungen einer Pandemie den Zusammenhalt in der Stadt so stark gepflegt haben. Die CSU Weilheim stellt die zweite Bürgermeisterin in der Kreisstadt. Liebe Angie, ich wünsche dir ganz, ganz viel
Erfolg und Kraft in diesem wunderbaren Amt. Ich finde es großartig, mit welcher Leidenschaft, mit welcher großem Engagement, mit welcher großen Bereitschaft du dieses Amt heute bereits ausfüllst. Du hast während des ganzen Wahlkampfes und danach immer das gemeinsame Motto in den Vordergrund gestellt. Und deswegen vielen Dank für diese großartige Leistung, die du jetzt in diesem wunderbaren Amt für die CSU und für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weilheim auch vollbringst. Ganz herzliches Dankeschön an den Ortsvorsitzenden, lieber Frank Dittmann, für deine große Leistung, den Verband immer wieder zusammenzuhalten, ausgleichend zu wirken, dafür zu sorgen, dass alle immer wieder mitmachen. Eine ganz, ganz großartige Leistung von dir in dieser Zeit, dafür zu sorgen, dass wir einen funktionierenden, guten Ortsverband in der Stadt Weilheim haben, der unglaublich stark in der Kommunalpolitik mit verwurzelt ist. Herzlichen Dank an die Alex Bertel, die als Bezirksrätin und als Stadträtin sich unglaublich engagiert zeigt für unsere gemeinsame Sache, für unsere Heimat, und an die Fraktionsvorsitzende Marion Lunz-Schmieder, die eine große Leistung, großartige Aufgabe in der Stadtratsfraktion auch erfüllt. Vielen, vielen Dank an alle anderen, die sich engagieren, ob das Pirmin Bohr bei der Jungen Union ist, Susanne Schmalhofer bei der Frauen und viele andere einfach mehr. Ich finde es großartig, wie toll wir zusammenarbeiten. Ich schätze das ausdrücklich und ich weiß, dass in der Stadt Weilheim, in der man noch ganz, ganz vieles vorhat, die Arbeit der Christlich-Sozialen Union an der Spitze mit Angie Flock unglaublich wichtig ist. Und ich unterstütze dich, liebe Angie, und euch alle sehr, sehr gerne. Gerade im letzten Jahr haben wir erkannt, wie bedeutsam auch die Fragen Gesundheit, Gesundheitspolitik, ja auch Gesundheitsregion für uns sind. Wir sind eine der stärksten Innovations- und Gesundheitsregionen Deutschlands, vielleicht sogar auch der Welt mit unseren starken Unternehmen, wenn ich an Roche in Penzberg denken kann, oder aber auch mit unserem Engagement im Bereich unserer Krankenhäuser, natürlich in der Stadt Weilheim, aber auch weit darüber hinaus, wenn man an Schongau und Murnau beispielsweise denkt oder das Klinikum in Garmisch-Partenkirchen. Alle arbeiten eng zusammen, dass wir auch bei der Gesundheitsversorgung Spitze bleiben. Und ich will, dass wir Gesundheitsregion bleiben, Innovationsregion bleiben, Forschungsregion bleiben. Und deswegen habe ich mich engagiert dafür, dass wir einen Leuchtturm an Investitionen jetzt in Penzberg bei Roche bekommen, mit einem Campus, mit einem Wissenschaftscampus unter der Regie des Fraunhofer-Instituts. Der Bund investiert jetzt 40 Millionen Euro, die ich organisiert habe, dafür, dass wir ein Fraunhofer-Institut ansiedeln für Immunologieforschung neben dem Unternehmen Roche. Davon profitiert die ganze Region, davon profitiert auch die Stadt Weilheim, davon profitiert der ganze Landkreis. Da werden Start-up-Unternehmen sich in der Region auch ansiedeln, die dann in enger Zusammenarbeit mit diesem Forschungscampus, mit dem Fraunhofer-Institut zusammenarbeiten. 50 Forscher sollen da zukünftig in einem Neubau, der entstehen wird, auch an ganz wichtigen Aufgaben des Immunsystems forschen und damit unsere Region deutlich stärken im Bereich der Wissenschaft, der Zukunft, der Innovation, des Gesundheitswesens insgesamt. Wenn ich jetzt über Chancen in unserer Region gerade auch gesprochen habe, dann möchte ich das aber auch verbinden mit einem Dankeschön an alle diejenigen, die im letzten Jahr oder auch gerade eben mit vielen Schwierigkeiten verbunden sind, vielleicht gerade ihrer Arbeit, ihrem Geschäft, ihrer Selbstständigkeit nicht nachgehen können, eingeschränkt sind, weil die Schule nicht offen ist. Ich weiß, es ist für viele ganz, ganz schwer. Ich weiß aber auch, dass wir in diesem Jahr diese Pandemie überwinden können. Und wir müssen den Fokus darauf richten, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Wir müssen das Licht am Ende des Tunnels auch ergreifen, das mit dem Impfgeschehen dann auch ermöglicht, wenn auch da nicht alles gleich am Anfang funktioniert. Das wird im Laufe dieses Jahres sich zum Guten auch wenden und uns dann die Möglichkeit und die Chance auf eine Normalität wieder geben, auf die alle auch dringlich und sehnlich warten, auch ich. Und ich weiß, der eine oder andere überlegt sich vielleicht schon, wen er, wenn es dann wieder geht, als erstes umarmen kann. Auch ich mache mir meine Gedanken darüber und ich hoffe, dass es ganz viele sein werden, die man dann auch wieder treffen
und umarmen kann und wieder Gemeinschaft, Geselligkeit leben kann und die Zukunft im besten Sinne planen kann. Ich wünsche Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Weilheim, der CSU Weilheim, alles, alles Gute, viel Glück im Jahr 2021 und Gottes Segen. Ich wünsche mir, dass wir alle ganz schnell wieder in den Urlaub fliegen können, in die große, weite Welt. Ja, liebe Freunde, viele Monate lang habe ich jeden Tag um die 20 Covid-Teste gemacht und etwa 2 bis 4 waren jeden Tag positiv. In den letzten Wochen hat das Gott sei Dank nachgelassen. Es werden deutlich weniger und wir haben kaum mehr positive Tests. Wunderbar, in diesem Sinn wünsche ich uns allen, dass es weiter aufwärts geht, dass wir ein besseres Jahr 2021 bekommen und vor allem denen möchte ich alles Gute wünschen, die besonders durch Covid und den Lockdown beeinträchtigt waren. Zum Schluss lassen Sie sich impfen. Das ist das Wichtigste. Liebe Weilheimerinnen und Weilheimer, trotz Corona hat sich 2020 der neue Stadtrat gebildet und tagt seitdem unter AHA-Regeln und mit Maske. Als Fraktionsvorsitzende freut mich sehr, dass wir im Stadtrat mit 7 Mandatsträgern vertreten sind und dass Angelika Flock uns als 2. Bürgermeisterin in der Stadt Weilheim vertritt. Im letzten Jahr wurde viel geschaffen. Neue Kinderbetreuungseinrichtungen sind entstanden. Die Ammerschule ist saniert. Weilheim wächst. Es entstehen viele neue Wohngebiete. Wir tragen dabei das Konzept innen vor außen mit. Allerdings darf eine angemessene Weiterentwicklung Weilheims nicht beeinträchtigt werden. Das Gewerbegebiet Acherlaich mit geplant 600 Arbeitsplätzen und die Berufsschule sind gerade im Bau. Die Waldorfschule kommt. Ein neuer Busbahnhof wurde eingeweiht. Ein Radverkehrskonzept ist auf den Weg gebracht. Wirklich fahrradsicher und fahrradfreundlich wird Weilheim erst mit einer Umgehungsstraße. Der Klimaschutz ist uns wichtig. Deshalb haben wir im Stadtrat 2020 einen Klimaausschuss und einen Klimabeauftragten eingeführt, dessen erste Aufgabe die Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes ist. 2020 war für viele Menschen, deren Existenzen nun bedroht sind, ein katastrophales Jahr. Die Stadt Weilheim hat daher versucht, den Bürgerinnen und Bürgern die Belastung durch Corona zu erleichtern, zum Beispiel durch Erlass der Kita-Gebühren und der Pachtgebühren sowie durch Erweiterung der Schankflächen im Sommer. Für uns ist klar, die Stadt Weilheim steht in Zukunft in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen wollen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und denke insbesondere an alle Menschen und ihre Familien, die die aktuelle Zeit besonders schwer trifft. Bleiben Sie gesund, es wird wieder aufwärts gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der CSU Weilheim, ich darf Ihnen zunächst allen ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr wünschen und damit verbinden den großen Dank an den Ortsvorsitzenden Frank Dittmann, an die Fraktionsvorsitzende Marion Lund-Schmieder und unsere 2. Bürgermeisterin Angie Flock. Die Kreisstadt und das Oberzentrum Weilheim hat nicht nur eine interessante Geschichte und ein ausgesprochen breites Kulturleben, sondern auch viele gute Zukunftsperspektiven. Derzeit geht es den Menschen hier wie überall im Land allerdings so, dass sie mit der Corona-Krise zu kämpfen haben. Deshalb darf ich meine aufrichtige Anteilnahme allen Opfern und Angehörigen und Leidtragenden dieser Krankheit aussprechen. Zunehmend stellen wir auch Betroffene der Corona-Krise Maßnahmen fest. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitmenschen, die irgendeinen Beitrag dazu leisten, diese
historische Krise möglichst gut und möglichst bald zu überwinden. Der Freistaat Bayern hat vor der Krise, aber auch jetzt immer geholfen, wo es sinnvoll und möglich war. Ich darf hier nur erwähnen, die Ausgleichszahlungen im Bereich der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr in Höhe von 2,5 Millionen Euro, ebenso wie die Schlüsselzuweisungen für 2021 in Höhe von ca. 3,7 Millionen Euro. In der Region haben wir eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen. Ich möchte besonders hervorheben Alexander Dobrindt, unseren Bundestagsabgeordneten und CSU-Landesgruppenvorsitzenden, der mit großer Kraft und Energie sowohl in Berlin als auch hier in unserer unmittelbaren Heimat immer für unsere Anliegen ansprechbar ist und entscheidende Beiträge zur Realisierung vieler Projekte leistet. In diesen Dank einbeziehen darf ich unsere Landrätin Andrea Jochner-Weiß ebenso wie unsere Bezirksrätin Alex Bertel. Drei Beispiele für diese Zusammenarbeit. Einmal die Stärkung der Gesundheitsregion durch die Neuanschaffung eines CTs für Lungendiagnostik in unserem Klinikum, die Realisierung des beruflichen Schulzentrums und jetzt natürlich die überregional bedeutende Frage der Trassierung und hoffentlich zeitnahen Realisierung der Ortsumfahrung von Weilheim. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen für 2021 persönlich und auch Ihren Angehörigen alles erdenklich Gute und Ihnen und uns möglichst bald wieder möglichst viel Normalität. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde der CSU Weilheim, wir alle gemeinsam mussten uns im vergangenen Jahr vielen neuen Herausforderungen stellen. Covid-19 hat es uns wirklich nicht leicht gemacht und begleitet uns bis zum heutigen Tag. In Zukunft muss es unsere Aufgabe sein, die heimische Wirtschaft und besonders die Situation der Innenstadt besser zu unterstützen, um das Soziale und Wirtschaftliche wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Denn dort, wo wir wohnen, ist es am schönsten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Ihr, euer Sepp Wiedemann, CSU Weilheim. Ja, hallo, liebe Freunde vom CSU Ortsverband Weilheim. Ein ganz herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Schön, dass wir uns wieder mal sehen, auch wenn es das mal leider nur digital ist. Aber Sie wissen es alle, der Coronavirus hat uns alle fest im Griff. So habe ich auch noch keine Zeit gehabt, dass ich mich bei einer ganz herzlich dafür bedanke, dass Sie die Angie und mich im Kommunalwahlkampf so super unterstützt haben. Es war mit euch wirklich eine tolle Zeit, wenn ich Drohding in der Fußgängerzone Freitagnachmittags und Samstags mit eurer Hütten. Ihr seid ein bäriges Team. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gilt es, den Coronavirus zu besiegen. Deshalb müssen wir einfach alle nur eine Zeit lang durchhalten. Wir müssen weiter Kontakte meiden, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und wenn es dann endlich soweit ist, alle zum Impfen gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur so schaffen wir es, dass wir wieder zurück in die Normalität kommen. Und was mir auch noch wichtig ist, dass wir anschließend den Einzelhandel unterstützen, sobald die aufmachen. Kauf es vor Ort ein, das ist ganz wichtig. Und das Letzte, was mir am Herzen liegt, unterstützt bitte unseren Alexander, genauso wie jetzt die Angie und mich unterstützt habt im Kommunalwahlkampf, den wir das hier haben. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute, bis wir uns endlich wieder persönlich sehen. Für euch! Liebe Freunde, Digitalisierung läuft. Wir sind in immer mehr Videokonferenzen unterwegs, aber dennoch geht irgendwas ab. Und damit das 2021 wieder der Fall ist, dass wir uns öfters sehen, halten wir jetzt ein bisschen zusammen und dann läuft die ganze Sache. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der sozialen Arbeit in den Fokus gerückt. Vor allem die Leistung der Menschen, die für Kranke und Hilfebedürftige da sind. Ich wünsche mir deshalb für 2021, dass es den Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden gelingt, bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung für soziale Berufe durchzusetzen. Liebe Weilheimerinnen und Weilheimer, seit März 2020 steht alles unter dem Zeichen Corona. Unser aller Leben ist schwer beeinträchtigt und fast die ganze Welt liegt lahm. Man hat schon ganz vergessen, dass es 2020 auch noch andere Ereignisse gab, so zum Beispiel die Kommunalwahl. Ich aber möchte es nicht vergessen, Ihnen allen zu danken, die mir mit Ihrer Stimme das Vertrauen geschenkt haben. Dankeschön und ich kann Ihnen versichern, dass ich mich als zweite Bürgermeisterin für Sie
bei uns hier in Weilheim gerne einsetzen werde. Ich freue mich, mit Marion Lund-Schmieder, unserer Fraktionsvorsitzenden, ja, mit unserem Kreisheimatpfleger Klaus Gast, mit unserer Bezirksrätin Alex Bertel, mit unserem Kreishandwerksmeister Stefan Zirngiebel, unserem Feuerwehrvorstand Franz André und unserem Gesundheitsreferenten Dr. Hannes Langer eine schlagkräftige Fraktion zu bilden. Und wir setzen uns für Sie gerne im Stadtrat mit allem Elan ein. Überhaupt ist die Weilheimer CSU gut aufgestellt mit unserem Ortsvorsitzenden Frank Dittmann, mit unserer Frauenunionsvorsitzenden Susanne Schmalhofer, mit unserem JU-Vorsitzenden Pirmin Mohr. Alle haben tolle Teams hinter sich und zeigen viel Nähe zu unserer Stadt, zu Ihnen in Weilheim. Meine Damen und Herren, Weilheim spürt, wie auch der Rest der Welt, die Lockdown-Maßnahmen gewaltig. Und etliche von uns befinden sich wirklich in wirtschaftlichen, finanziellen und psychischen Nöten. Und ich weiß, wie schwer es für manche von Ihnen auch wirklich ist. Aber bitte, bitte halten Sie durch. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir auch diese Krise bewältigen. Und wir können so dankbar sein, dass wir hier in Deutschland, in Bayern leben dürfen. In einem funktionierenden Sozialstaat mit einem hervorragenden Gesundheitssystem. In unserem Land stimmen auch die Rahmenbedingungen. Und das liegt ganz klar zum einen an Ihnen, denn an unserer Mentalität. Denn was sind wir? Wir sind richtige Schaffer. Und wenn es irgendjemand schafft, dann wir hier in Deutschland. Zum anderen liegt es aber auch an den Menschen, die sich auf allen politischen Ebenen einbringen. Hier vor Ort unsere Landrätin Andrea Jochner-Weiß, im Landtag unser Landtagsabgeordneter Harald Kühn, der stets ein offenes Ohr für uns hat, und ganz besonders an Alexander Dobrindt, dem Landesgruppenchef in Berlin, der sich auf höchster Ebene um unsere Belange kümmert und sich für uns einsetzt. Vielen Dank an euch alle. Und auch ihr habt gerade keine leichte Zeit, denn ihr müsst oft genug auch unangenehme Entscheidungen treffen. Ja, wir alle bemühen uns, Ihnen Unterstützung zu geben, wo es uns nur irgend möglich ist. Ich sehe ganz klar die Notwendigkeit der differenzierten Öffnungen im Einzelhandel, in den Schulen und auch in den Kitas und nicht nur in Notgruppen. Ich freue mich wie Sie, endlich wieder auf dem Marienplatz einen Cappuccino trinken zu dürfen oder Ihnen bei einem Einkaufsboom in unserer wunderschönen Innenstadt zu begegnen. Und natürlich freue ich mich auch sehr auf Gespräche, nette Gespräche beim Friseur. Ich sehe voller Hoffnung den fortschreitenden Impfmöglichkeiten entgegen. Der Impfstoff wird genügend vorhanden sein. Wir brauchen einfach noch etwas Geduld. Wenn sich dann aber alle impfen lassen, dann bekommen wir die Pandemie in Griff. Ja, liebe Weilheimerinnen und Weilheimer, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Und bitte, bitte bleiben Sie gesund. Servus miteinander. Ich wünsche mir für das neue Jahr wieder ein Stück Normalität und dass wir vor allem in der Feuerwehr wieder miteinander üben können. Die Pandemie verlangt uns allen viel ab. Beruflich und in der Kinderbetreuung stehen Frauen und Familien vor großen Herausforderungen. Wir vermissen vieles, was uns am Herzen liegt und was unser Leben bereichert. Familienfeste, Treffen mit Freunden, kulturelle Veranstaltungen, Besuche in Gaststätten. Stattdessen leben wir zurückgezogen wie im Schneckenhaus. Ich wünsche Ihnen von Herzen Zuversicht, Mut und Kraft, damit wir alle gut durch diese Zeit kommen. Grüß Gott, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weilheim, Marmbach, Deutenhausen, Unterhausen und der Lichtenau. Gerade in den aktuellen, herausfordernden und schwierigen Zeiten erleben wir, welches Privileg wir haben, in dieser geordneten und schönen Heimat leben zu dürfen. Halten wir zusammen und bewahren und entwickeln diesen Schatz der Heimat auch für unsere Kinder und Enkel. Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen Glück, Erfolg
Gesundheit und Segen. Bleiben Sie zuversichtlich. Liebe Freunde, ich wünsche euch ein gutes Jahr 2021. Das Schönste daran wird sein, dass wir wieder in den Präsenzunterricht in die Schule kommen dürfen und hier lernen dürfen. Und da freue ich mich am allermeisten drauf. In jeder Krise liegt eine Chance. Und wir haben die Chance, dass wir uns für unsere Umwelt einsetzen, so wie sich der Garten jetzt ja wieder erneuert und die Betriebe wieder sprießen. So haben wir die Aufgabe, unsere Umwelt zu gestalten und zu fördern und zu nutzen, so wie wir das in unserem Hofgarten machen. Wir sind total begeistert davon und das ist unsere Aufgabe. So, mit dem Radl kann man in Weilheim vieles bewirken. Man kann in die Arbeit fahren, in die Schule gehen, Besorgungen machen und darüber hinaus haben wir auch eine wunderschöne Landschaft rund um Weilheim herum, die man mit dem Fahrrad sehr schön entdecken kann. Und weil wir leben ja schließlich in einer Gegend, in der andere Leute gerne Urlaub machen. Aber wir haben aber auch noch einiges zu tun, um die Radwege hier in Weilheim besser und vor allem auch sicherer zu machen. Und dazu setzt sich die Weilheimer CSU gerne ein. Und jetzt auf geht's. Lasst uns in die Pedale treten. Ja, meine Damen und Herren, hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Mein Dank an die Macher, unsere zweite Bürgermeisterin Angelika Flock und Birmin Mohr und an alle, die mitgemacht haben und Grüße übersendet haben. Wir haben einen breiten Bogen gespannt und haben hoffentlich Sie erreichen können. Nun zum Schluss wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und Gottes Segen. Dankeschön.